Ja, herzlich willkommen. Ihr seid hier angekommen auf der Fahrsicherheitsanlage hier im Burgsee. Fahrsicherheitsanlage vom ADAC Schleswig-Holstein. Wenn wir von Fahrsicherheitsanlage sprechen, sprechen wir von diesem Gesamtkonzept. Der etwas hellgrüne Bereich hier, das ist der Verkehrsübungsplatz. Dann gucken wir uns den eigentlichen Teil, der uns für heute ganz interessant ist. Wir sprechen von 35.000 Quadratmeter zusammenhängend asphaltierte Fläche. Also das ist schon beeindruckend. Und das ist eben nicht nur eine Fläche, sondern das werden wir nachher auch draußen noch sehen, wenn der Jack fährt. Da sind ganz, ganz viele Gimmicks eben verbaut, technische Feature, die mir eben ermöglichen, mein Fahrzeug besser kennenzulernen. Dirk, heute stellt ihr uns ein Auto. Genau. Jetzt geht es nur darum, ob ich da reinpasse, ne? Richtig. Ja. Einmal schauen. Ganz wichtig ist, das machen viele falsch, gerade so in Richtung Führerschein, Führerschein-Neulinge. Man sieht häufig diese Liegeposition, wo die Leute so ziemlich hinten eher an Bett erinnert werden, als dass sie tatsächlich im Auto fahren. Die Problematik ist dann immer, wenn es tatsächlich mal zu einer Vollbremsung kommt, würde über das Gesäß einfach nur der Po über die Lehne nach hinten gedrückt werden, was also bedeutet, dass ich keinen richtigen Druck auf die Bremse ausüben kann. Der ganze Platz, wo wir hier sind, der ist komplett mit WLAN versehen. Das heißt also, sämtliche Düsen, Wasserhindernisse, Klapphindernisse, die da sind, kann ich komplett über dieses iPad steuern. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bewässerung hier einschalte und ihr mal, oder du auch vor allen Dingen, den Blick mal nach links richtet, dann werdet ihr sehen, dass da jetzt gleich Wasser aus dem Boden rauskommt. Du kannst also zu jeder Zeit mir hier Hindernisse bereiten. So ist das. Freude heißt das bei uns. Freude, ja. Das finde ich gut. Zeig mir doch mal am Anfang bei einer sogenannten Trockenbremsung, wie würdest du denn richtig bremsen? Du bist ganz entspannt, der Tag ist total super. Und jetzt mal auf die Beine achten. Bleib mal genau so. Und jetzt langsam entspannen. Wir konnten jetzt sehen, dass du komplett mit dem Po aus dem Sitz rausgehoben wurdest, eben durch diese Anspannung deiner Beine. Und jetzt ist es immens wichtig, dass der Sitz richtig eingestellt ist. So, genau. Ich weiß es. Okay. Oh, ich bin so aufgeregt. Eieiei. Genau, da konnte man schon ordentlich was merken. Ne? Wie war es für euch da hinten? Ja. Kopfnicker. So, wo ist 50 jetzt? Jawohl. Schnell solche Vollbremsung machen. Ja, du bist noch nicht 50. Wow. Cool. Alles klar. Mensch, das war super gebremst. Aber, und das ist jetzt die kleine Kritik, versuch mal beim nächsten Mal oben die Arme nicht ganz durchzustrecken. Ja. Weil stell dir mal vor, es würde jetzt nicht reichen. Der Baum kommt immer näher im Realverkehr. Oh, ja. Und du würdest das durchstrecken, dann passiert das ganz schnell, dass der Arm eventuell dann auch in Mitleidenschaft gezogen wird, gebrochen ist oder ähnliches. Nee. Also schön locker im Oberkörper bleiben und wie gesagt nur den Druck in Richtung Bein. Ja, alles klar. Nee, Armbruch hatte ich schon, das brauche ich nicht nochmal. Gut. Keine Ahnung. Siehst du die Büsche? Und da gehen die Meter ins Land. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ja, 72. Jawohl, super. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, was fahren wir für Geschwindigkeiten im normalen Alltag? Landstraße 100 km/h, auf der Autobahn steht eher die 1 vor der 7. Da sind wir bei 170, 180. Ja. Jetzt wollen wir das Ganze mal prüfen, wenn wir an dem Rädchen drehen Untergrund. Wir fahren jetzt eine ähnliche Strecke, 50 km/h fangen wir mal an und wollen einfach mal gucken, wie entwickelt sich tatsächlich dein Bremsweg dabei. Oh, ich bin gespannt. Winterliche Situation. Ich hoffe, ihr habt eine gute Auslaufzone dahin. Winterliche Situation heißt, wir können uns jetzt eigentlich Schneeflocken denken. So ist es, genau. Höher. Oh, er bremst überhaupt nicht. Hilfe. Ach du liebe Zeit, da ist ja gar nichts passiert. Und jetzt seht ihr mal, das, was wir jetzt... Oh, mein Herz. Wir sind schon fast am Ende von diesem rutschigen Bereich. Das heißt, wir haben also fast 50 Meter jetzt gebraucht. Und wir sprechen, das will ich ausdrücklich betonen, wir sprechen nicht von Glatteis. Ja. Wir sprechen hier von einem Reibwert, der ungefähr so ist wie eine festgefahrene Schneedecke. Also Leute, das müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Das ist eine echte Erkenntnis. Da hat sich ja nichts getan. Unglaublich. Ja. Also tolle Erfahrung. Machen wir noch mal, diesmal mit 70. Ach echt? Ja, natürlich. Wirklich, wa? Das einfach mal erlebbar zu machen. Und bremsen. 71 km/h, passt perfekt. Und jetzt verlässt du, bleib drauf und merke. Boah. Und jetzt verzögert er. Und da kann man jetzt auch den Unterschied merken. Einfach mal zwischen diesem, ich trete voll drauf, aber eine Verzögerung tritt nicht ein. Und jetzt verlasse ich diesen Bereich und komme auf diesen griffigen und dann merke ich den Unterschied.
Wahnsinn. Aber du hast jetzt wieder dein iPad zu fassen. Ja, das natürlich. Kann nichts Gutes heißen. Wir wollen ja ein bisschen fordern, das hast du ja auch gesagt. Ach verdammt, jetzt muss ich doch nochmal eine Runde drehen. Bis jetzt haben wir ja nur mit statischen Zielen gearbeitet und das wird sich jetzt ein Stück weit verändern. Und zwar werde ich dir jetzt zusätzlich zu deiner Reaktion, du hast ja gesagt, du hast ja eine Top-Reaktion. Die ist top, ja, da lasse ich nichts drauf kommen. Und das wollen wir jetzt mal unter Beweis stellen. Du hast jetzt gleich ein Hindernis, was aus dem Boden rauskommt. Ach du liebst, das meint ihr doch nicht ernst, oder? In Form von Wasser und deine Aufgabe ist logischerweise, du sollst dem ausweichen. Also finde die Lücke. Gut. Da hilft doch dein iPad nichts. 56 km/h bist du schnell gewesen. Ja. Und irgendwie, ja. Also so mit Ausweichen und gleichzeitig Lenken. Ach, was sagt, da gab es was zum Ausweichen. Hätte man da ausweichen können. Gut, diesmal rettest du uns, Trick. Das sind jetzt 30. Oh, das schaffe ich. Das war doch die Lücke, ne? So, ja. Und siehe da. Jetzt geht's. Also, Faktum Geschwindigkeit. Du bist eben mit einer innerstädtischen Geschwindigkeit gefahren mit roundabout 56 km/h. Das, was du als Resultat mitgebracht hast, war verheerend. Also das Hindernis egalisiert. Und siehe da, mit angepasster Geschwindigkeit hattest du in dem Fall kein Problem. Ja. Aber 30 fühlte sich an wie in Zeitlupe gerade. Ja. Also bei 30 habe ich alle Kontrolle gehabt. Und das ist der Grund, warum das für einen Unterschied macht. Das ist der Grund, warum 30 eben vor solchen Einrichtungen wie Schulen, Altenheimen, Kindergärten auch dringend erforderlich sind, aus meiner persönlichen Sicht heraus. Also wir warten jetzt auf, ich darf es gar nicht sagen, ich habe es nicht gehört, ne? Ich habe heimlich was von Schleuderplatte gehört. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich glaube, das reicht dir noch nicht an Aufregung. Bis 45, die Aufgabe ist wieder Hindernis ausweichen. Richtig, suche die Lücke. Suche die Lücke, ich werde die Lücke finden diesmal. Achtung, Graben. Das hat nicht geklappt. Wir sprachen ja davon, dass die Physik eben Grenzen irgendwo hat. Und was wir jetzt hier erleben, ist natürlich ein ausbrechendes Fahrzeug. Plötzlich hinten ausbrechendes Fahrzeug. Was mache ich? Ich muss schnell lenken. Ich muss mein Popometer, also wirklich mein Sitzpo, muss ich in der Form nutzen, um zu fühlen, wie reagiert und wo geht mein Fahrzeug tatsächlich hin. Und nur dann habe ich eine Chance, wirklich zu lenken. Die Technik hat hier keine Chance. Ja. Du fährst zwischen diesen blauen Hütchen rein und sollst hinten links zwischen den blauen Hütchen wieder rauskommen. Ja. Was ist hier bequem möglich von der Geschwindigkeit her? Was schätzt du? Da würde ich sagen, so 30 bis 40. Leg dich mal fest, ruhig. Dann nehme ich, ich muss jetzt auch gleich fahren, ne? Ja, 35. Mit 35 komme ich da locker durch. Okay, wir machen mal den Versuch aufs Exempel und versuchen es einfach mal mit 35 km/h. 35, das scheint mir jetzt doch ein bisschen schnell. Wir fahren 20. Was ist denn jetzt? Das war doch nichts. Bleib mal stehen. Stehen bleiben. Also was wir sehen, also deine Schätzung passt dir, ne? Du, ja. So 35, bisschen Abknicker warst du, 32 km/h. Ja. Aber was hast du gemerkt? Ja, das ist ausgebrochen, das Fahrzeug nach außen. Mhm. Und jetzt will ich nicht lügen, ist der von sich aus langsamer geworden? Das wäre gemein. Hat Zitrone da irgendwie eine Sicherheit eingebaut? Ja. Die Elektronik ist deine Sicherheit. Nämlich das Fahrzeug merkt, wir hatten das ja eben schon mal in einer anderen Situation, das Fahrzeug merkt, der Wunsch des Fahrers ist eigentlich in die Richtung gehend, aber das Fahrzeug fährt geradeaus, also muss ich ihm helfen. Es greift also aktiv in die Bremse. Verdammt, Kontrolle ESP, verloren. ASR etc. Ja. Und ja, das ist, du bist über diesen Grenzbereich drüber hinaus. Ja. Herrlich. Und hier mal stehen bleiben. Sehr schön. So, was haben wir jetzt gesehen, wenn wir mal auf die Geschwindigkeitsanzeige draußen schauen? 27 km/h. Und das war gefühlt gerade noch möglich. Genau. Mehr aber nicht. Und jetzt sehen wir dieser Unterschied zwischen, das geht gerade noch und ich habe keine Chance. Das sind keine 20, 30 km/h. Ja, stimmt. Übrigens auch in der Realität nicht. Ja. Sondern wir sprechen von Nuancen. Ja, wir sprechen wirklich von Kleinigkeiten. Ja. 2, 3, 4 km/h. So, was ist jetzt los? Wir sollen jetzt im Kreis fahren und immer schneller werden. Wir haben ja jetzt die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn wir mit glattem Untergrund unterwegs sind. Fahr ruhig ein bisschen weiter draußen. Jetzt wollen wir einfach mal sehen, wie ist es denn mit griffigem Untergrund. Und B. Hilfe! Ah, und jetzt das mal bremsen. Ist,
Das fühlt sich nicht richtig an, so schnell in die Kurve zu fahren. Nee, und mir ist jetzt auch ein bisschen übel. Oh. Aber was wir gemerkt haben, ist, das Fahrzeug bleibt stabil, obwohl es im Grenzbereich ist. Und das es stimmt. Ist, ja, und das es stimmt. Ist, wie viele denken, das Fahrzeug kippt auf jeden Fall um. Ja. Nein, es ist nicht. Obwohl wir ein hohes Fahrzeug hier haben. Der, genau. Dieser Picasso, den wir hier fahren, ist recht hoch, als vanartig. Und das Fahrzeug fällt trotzdem nicht um. Ja. Wir haben gebremst, wir haben nur gelenkt. Jetzt kommen wir zur Königsdisziplin. Oh, okay. Nämlich jetzt kommt es darauf an, dass du harmonisierst zwischen voll in der Bremse zu stehen und gleichzeitig zu lenken, und zwar locker zu lenken. Mhm. Das ist das, was jetzt gleich kommt. Also mein Tipp an euch, wenn ihr einen Führerschein habt, mehr muss man nicht sagen, mehr braucht man noch nicht, hierher kommen. Man nimmt hier so viel mit.